Hallo ihr Lieben, heute gibt es den Monolook in lila, lilafarbene Augenlider. So ihr Lieben, dann beginne ich jetzt mal mit dem Look. Als allererstes nehme ich dieses Illuminating Oil Soul von Dalton. Das ist ein leicht schwebendes Feuchtigkeitsöl, was nicht fettet, was ganz leicht auf der Haut liegt und einen Glow, einen natürlichen Glow erzeugt. Also ich habe mein Gesicht natürlich schon normal eingecremt. Das ist jetzt schon eine Weile her. Ich mache mich nämlich jetzt mal fertig. Ein frischer Look. Und zwar heute in lila. Kein krankmachender Look. Wie dieses, entschuldige bitte, dieses Korall. So, immer schön einklopfen, jetzt nehme ich mal wieder eine flüssige Foundation, ich habe die noch, die wird irgendwie auch nicht alle, die benutze ich zu selten, die von Max Factor, ist jetzt kein High-End-Produkt, aber ich bin sehr zufrieden damit, dieser Skin Luminizer Swirl Factor Golden Beige, ich bin wirklich zufrieden damit. Kleinen Pumpstoß hier. Es ist sehr ergiebig. Feuchtigkeitsspende. Max Factor ist übrigens eine tolle Marke. Ist irgendwie, weil es in der Drogerie rumliegt, so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Man springt immer auf diese gehypten Produkte so, ne? Die aus Übersee kommen. Wie Huda und Becker und wie sie alle heißen. Aber wir sind ja ein bisschen älteres Semester. Ganz wenig. Immer die Augenpartie aussparen. Stattdessen ein Concealer. Age Perfect. Hier in die Winkel gehen, die sind auch manchmal ein bisschen dunkel. In die Corner. Also mit den Fingern klappt das eigentlich immer ganz gut, weil das Produkt einfach besser mit der Haut verschmilzt durch die Wärme, durch die eigene Körperwärme. So. Aber hier deckt er nicht so gut ab. Nee. Ich versuche es. Ich glaube, da hätte ich einen anderen. Das ist hier so ein geplatztes Widerchen. Naja, hat man so halt. Mensch, ich wollte ja eigentlich ein bisschen Glow auftragen. Ich nehme mal diese Drops von L'Oreal, die Highlighter Drops. Und was wackelt denn hier so? Hört ihr das? Oder höre ich das nur? Ganz sparsam. Kleinen Highlight im eigentlich nur ein Tropfen. Das reicht völlig aus. Nur mal den großen. Der natürliche Glow. So. Die Augenbrauen, die werde ich jetzt mal heute mit diesem Brow Styler, Eyebrow Styler von Bobbi. Wisst ihr, was ich da gemacht habe? Ich hatte den so ein bisschen vergessen. Der war ein bisschen trocken. Und da habe ich einfach auf das Spiralbürstchen ein bisschen Rosenwasser gegeben. Und siehe da, es tuscht wieder. So.
geht ziemlich easy damit. Finde ich. Ich bin so ein Freund vom, das muss schnell gehen, Make-up. Ja, so, Mono. Mono Lila. Ich habe verschiedene lila Farben und das war das Freundlichste. Das Hellste ist von Shiseido, ein älteres Produkt. Und das werde ich mir jetzt monomäßig aufgeben. Ich habe einen Primer drunter. Ich nehme jetzt doch mal einen Verblenderpinsel. Es geht eigentlich ganz gut mit einem Pinsel. Also Finger und nicht hier drüber machen, mal, ne? Und gerade in den Spiegel gucken und in der Lidfalte aufhören. So, gerade in den Spiegel. Ich gebe da jetzt auch keine dunklere Farbe mit dazu, um jetzt die Lidfalte jetzt irgendwie nach hinten drehen, sondern ich gehe einfach mit dem Pinsel hier schön rein. Also diese Narbe hier, das ist immer, das Auge ist immer schwieriger. Kennt ihr das? Habt ihr das auch? Ein Auge ist irgendwie besser zu handeln. So. Ich würde jetzt also nicht mit der Farbe bis da hochgehen, ne? Ihr könnt da einen Highlighter auftragen oder lasst es einfach so. Ich kann ja mit diesem Highlighter Drops hier nochmal. Obwohl ich wollte eigentlich gar nicht so viel Shishi machen. Aber ich mach's jetzt. Sieht man schon. Ne? Der ist jetzt ein bisschen älter, der Lidschatten. Aber doch, er deckt noch ganz gut ab, ne? Der ist wahnsinnig cremig und leicht. So. Mascara. Ich bin mal gespannt, wie lange ich mit der noch tuschen kann. Das ist diese Claudia Schiffer. Super. Wie heißt das? Super Long Lash. Man kann immer noch ganz gut noch mal drüber tuschen, wenn das noch nicht angetrocknet ist. So. Zum lila Look. Korallenfarbener. Blush. Für die Apfelbäckchen. Ich mache das jetzt mit dem Foundation-Pinsel. Der ist übrigens von Soeba. Ich schreibe euch den gerne rein. So. Die Lippen. Pillow Talk. Seht ihr das überhaupt? Da sitze ich zu weit unten. Das wäre es ja jetzt, wenn ihr überhaupt nichts gesehen habt. Doch. Und ich mache mich jetzt mal höher. So. Und der Pumpkin Up
dieser von Shine 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 Essence. Schön. So, das war jetzt mein schneller, frischer Look. Jetzt kein krankmachender Orange-Look, also der mich krank aussehend macht, sondern frische Look, lila-farben oder fliederfarbene Augenlider. Dazu ein, naja, dieser mit dem Gloss, Korallenfarben, Orangefarben, Kürbisfarben, der heißt Kürbis, Pumpkin, irgendwas, ich schreibe es auf. Sehr angenehm auf den Lippen, geht ganz fix, ein bisschen Glow im Gesicht und der Tag kann beginnen. Ich hoffe, der Look gefällt euch. Ich habe, wie gesagt, hier oben noch ein bisschen diesen Highlighter. Das muss nicht unbedingt sein. Aber die Kamera schluckt sehr viel. Und, aber manche Frauen mögen das ja auch, ne, diesen Highlighter. Ich hätte den jetzt noch hier auftragen können und hier auftragen können. Aber das ist mir jetzt für den Tag ein bisschen too much. Deshalb habe ich das nur so punktuell auf den Wangen aufgetragen und mit diesen Pinseln hier etwas verteilt, also vermischt. Mit dem Rouge und mit der Foundation. Ihr Lieben, habt einen wunderschönen Tag. Seid besonders gut zu euch. Und für die Ladies, die neu auf meinem Kanal sind, herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Hier wird Ü50 geschminkt und gelabert und erzählt. Viel diskutiert, viel kommentiert auf dem Kanal. Hier ist immer mächtig was los. Und ich freue mich natürlich, wenn der Kanal wächst und wächst und wächst. Und das tut er täglich. Und das macht mich wirklich froh. Und auch mir Bestätigung, dass es irgendwie richtig ist. Also hier gibt es verschiedene Themen. Ich werde auch mal wieder so ein bisschen so ein Labervideo machen. Aber ihr wünscht euch auch gerne Schminkvideos und Rolls und aufgebraucht. Und was kauft man so? Und ein bisschen Mode. Und wir werden nochmal über Trends sprechen, was im Frühjahr so in das Wasser wiederkommt. Ist echt witzig. Also, lange Rede, kurzer Unsinn. Macht's gut, habt einen schönen Tag und bis bald. Ciao.